So, einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um das lang ersehnte Video zu PIM-Eyes. PIM-Eyes ist eine sehr umstrittene Software und ich werde mich heute vielleicht bei manchen etwas unbeliebt machen. Aber bevor ihr hier irgendwas hatet oder sonst irgendwas, bitte das Video komplett angucken, sonst könnt ihr meinen Standpunkt nicht verstehen. So. Also, wir wollen anfangen. Was ist eigentlich PIM-Eyes? Nun, PIM-Eyes ist eine Software, die ungefähr so funktioniert wie die Google-Bildersuche. Das heißt, ihr ladet ein Bild hoch und ihr könnt dann schauen, wo dieses Bild bzw. diese Person sich sonst noch so im Internet befindet. Und das ist ein riesiger Punkt. Anders als bei der Google-Bildersuche findet PIM-Eyes nicht nur dieselben Bilder, sondern auch ähnliche Bilder quasi von derselben Person. Und das Ganze funktioniert über biometrische Signale, wie zum Beispiel die Augenabstände oder eben die Länge oder Höhe des Gesichts und so weiter und so fort. So wie eben Gesichtserkennung normalerweise auch funktioniert, so wie das auch bei eurem Ausweis ist. Nun, da gibt es natürlich einiges an Kritik. Ich meine, Google macht ja das nicht umsonst so, dass sie das nicht anbieten. Google hat im Endeffekt nur eine Reverse-Bildersuche, das heißt, man findet das Bild zwar in allen Größen, aber eben nicht ähnliche Bilder von derselben Person oder sowas, sondern nur optisch ähnliche Bilder, was ein bisschen anders funktioniert und nicht auf biometrischen Erkennungsdaten basiert. So, was ist jetzt also die Kritik daran? Nun, das große Problem hierbei ist, dass es sich anhört, als wäre es quasi ClearView AI nur für alle. ClearView AI war eine Datenbank für Ermittlungsbehörden, die sozusagen auf Gesichtserkennung basiert ist. Und ja, da gab es einen riesigen Aufstand deswegen, weil eben Gesichter gefunden werden konnten, wie zum Beispiel durch Überwachungskameras und dann eben mit Social Media Profilen abgeglichen werden können. Und das ist natürlich etwas, das ist eher unangenehm, würde ich mal so behaupten. Nicht jeder möchte sowas von sich im Netz haben. Auf der anderen Seite stellen wir natürlich alle unsere Bilder regelmäßig online, wie jetzt auch in diesem Video hier gerade, stelle ich mein Gesicht online und viele von euch haben wahrscheinlich ein Profilbild auf Instagram oder sonst irgendwas, Bilder von sich eben selbst. Ja, Problem ist allerdings natürlich, dass jetzt gerade im Zuge von Black Lives Matter die Polizei ordentlich an, nennen wir es mal, Autorität verloren hat. Und ja, da wurden dann auch tatsächlich von den großen Anbietern wie Google, wie Amazon, wie IBM, wurden die Bilderkennungsdienste tatsächlich eingestellt. Das heißt, die dürfen die jetzt nicht mehr benutzen, weil es eben so einen Aufstand gibt und sie gesagt haben, also die großen Firmen gesagt haben, wir bleiben da raus, das interessiert uns nicht. So, und der Punkt ist jetzt natürlich, wenn es so eine Software gibt wie PIM-Eyes, dann hat im Endeffekt die Polizei wieder so etwas wie zuvor zur Verfügung, nur ein bisschen in mächtiger, quasi eine Verfolgungssoftware, die auf biometrischen Daten basiert. Das ist natürlich gefährlich. Der nächste Punkt ist, es gibt natürlich auch private Leute, die diese Software nutzen. Und ja, man hat die Möglichkeit, da zum Beispiel Bilder von seiner Frau hochzuladen. Und da hat tatsächlich jemand im Interview gesagt, dass es eine einzige Katastrophe ist. Ich zitiere, bei einer Testsuche auf PIM-Eyes fand ich direkt 61 Suchergebnisse mit unerlaubt veröffentlichten Nacktaufnahmen meiner Frau. So, das ist natürlich jetzt unangenehm und nicht gerade das, was man erwartet, wenn man jetzt seine Frau auf PIM-Eyes oder Google Bildersuche oder sonst irgendwo sucht. Und das möchte man natürlich eigentlich nicht haben. Das heißt, da kann ich schon verstehen, dass da eine gewisse Abneigung da ist. Aber, und das muss man ganz klar sagen, diese Nacktfotos sind im Internet. PIM-Eyes stellt die nicht online. PIM-Eyes stellt sie nur zur Verfügung. Das heißt, es indexiert sie wie eine Suchmaschine und macht sie dann zugänglich mit einem anderen Bild von der Frau. Also PIM-Eyes ist jetzt nicht derjenige, der die Nacktbilder hostet oder sowas, sondern es ist wie eine Suchmaschine für Bilder oder für Gesichter. So, andere haben jetzt noch argumentiert, dass es quasi als Überwachungssoftware für den Staat funktionieren könnte. Das ist im Prinzip ähnlich wie jetzt das, was bei der Polizei passiert ist. Das heißt, im Endeffekt könnte da natürlich der Staat dann drauf zugreifen und hätte dann perfekte Überwachungssoftware. Im Zusammenhang natürlich auch mit Überwachungskameras könnte man das abgleichen lassen und so weiter und so fort. Ist natürlich ziemlich, ziemlich umstritten. Und auf der anderen Seite ist ordentlich Kritik laut geworden, dass die Firma einen Briefkasten in Delaware hat, also quasi eine Briefkastenfirma in Delaware ist. Das ist ein, ein Ort in den Vereinigten Staaten. Und ja, dort hat man sehr, sehr wenig Steuern. Deswegen sind dort sehr viele Briefkastenfirmen unterwegs. Aber übrigens, das ist an sich kein schlechtes Zeichen, wenn dort eine Briefkastenfirma ist. Im Endeffekt heißt das bloß, die wollen Steuern sparen. Da sind nämlich auch Apple und Google registriert und auch Firmen wie Daimler und Volkswagen. Jetzt zu dem Punkt, warum ich meine, PIM-Eyes ist nicht unser eigentliches Problem. Und PIM-Eyes ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wie das alle sagen.
So, jetzt denken sich wahrscheinlich einige von euch, wait, what? Wie kannst du sowas befürworten? Nun, ich will euch das mal ganz kurz erklären. Und zwar, nehmen wir jetzt mal an, ich finde von mir oder meiner Frau, finde ich Nacktfotos im Internet. Das wäre natürlich erstmal ein dicker, fetter Schock. Aber auf der anderen Seite muss man immer bedenken, solche Nacktfotos sind schon im Internet. Und wenn ich solche Nacktfotos dann über eine Suchmaschine finde, und natürlich habe ich keins dieser Nacktfotos, weil sonst wüsste ich ja, dass die Dinger existieren. Nein, aber ich habe zum Beispiel ein biometrisches Bild von mir oder von irgendwem anders und finde darüber Nacktfotos von dieser Person. Dann kann ich hergehen und kann diese Nacktfotos löschen lassen. So, und das ist ein Riesenvorteil. Ich kann meine eigenen Bilder löschen lassen. Im Normalfall, laut DSGVO, haben wir einen Löschantrag. Beziehungsweise jede Firma muss einem Löschantrag nachkommen. Das heißt, egal wo ich sage, ich will, dass das entfernt wird, diese Firma muss dem unverzüglich nachkommen. Und das ist natürlich ein riesiger Punkt. Das ist auch an sich ein guter Punkt. Und der zweite Punkt ist, man kann sich bei PimEyes auch einen Alarm stellen lassen. Das heißt, wenn es neue Bilder von dieser Person gibt, also nicht neue Bilder, die gleich aussehen, sondern neue Bilder von dieser Person, also zum Beispiel von mir, dann kann ich sagen, ich möchte benachrichtigt werden per Push-Benachrichtigung. Kostet natürlich was, das ist natürlich ein anderer Punkt. Man muss dafür bezahlen, wenn man PimEyes nutzen möchte. Aber wenn ich benachrichtigt werde dafür, dass ich quasi neue Nacktbilder von mir im Internet finde, die ich da vielleicht nicht hochgestellt habe, dann kann ich die auch wieder löschen lassen. Und zwar sehr, sehr schnell, weil ich natürlich direkt benachrichtigt werde, wenn die Dinger gefunden werden. Eigentlich sehr geil. Das heißt, so können zwar auch mein Chef oder meine Mitarbeiter oder sonst wer können diese Software nutzen, aber ich habe, wenn ich mir so einen Alarm stellen lasse, natürlich die schnellstmögliche Gelegenheit. Und es ist mir persönlich, also das ist nur meine Meinung jetzt, ist es am liebsten, wenn ich persönlich selbst direkt benachrichtigt werde, wenn ich irgendwo Sachen über mich finde und die vielleicht nicht selbst da online gestellt habe. Das ist natürlich so ein Ding, da bin ich vielleicht anders als andere. Vielleicht wollen andere dann lieber, dass es möglichst wenig Leute sehen und man selber weiß gar nichts. Aber mir ist es am liebsten, wenn ich quasi sofort sehe, das ist von mir und das will ich nicht, dass das da steht. So, das ist quasi meine Meinung dazu. Zu der Sache mit der Polizeiverfolgung anhand der Gesichtserkennung von PimEyes kann ich vielleicht einiges sagen, und zwar, es ist nicht so schwer, so eine Gesichtserkennungssoftware zu bauen, und höchstwahrscheinlich, wir wissen es natürlich nicht, aber höchstwahrscheinlich haben die Geheimdienste schon so eine Gesichtserkennungssoftware und sind eigentlich gar nicht mehr daran interessiert oder darauf angewiesen, so eine Software zu haben. Und wenn nicht, naja, die Technologie ist auf jeden Fall da. Wir wissen jetzt durch PimEyes, was eigentlich möglich ist und dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. Und ja, sowas selber zu entwickeln ist dann definitiv auch möglich. Ich meine, wir haben gesehen, wie viel Geld in so eine App fließen kann. Da ist schon ordentlich Potenzial da, wenn man daran interessiert ist. Und dementsprechend lässt sich das natürlich auch einfach ersetzen durch eine selbstgeschriebene Software. Und ja, da verzichte ich dann ganz gerne einfach darauf und sage, okay, dann nehmen wir die, die ist für alle zugänglich. So, und ja, das mag jetzt ein bisschen ungewöhnlich sein, aber ich finde, an der Stelle hat PimEyes gar nicht so viel falsch gemacht. Es gibt aber Punkte, wo PimEyes sehr, sehr viel falsch gemacht hat. Oder vielleicht wirft hier sogar PimEyes einen großen kritischen Blick auf unsere Gesellschaft und sagt, hier gibt es etwas, was tatsächlich nicht in Ordnung ist. Und zwar das Recht zu löschen oder gelöscht zu werden, das ist einfach nicht aktuell, so wie es ist, perfekt durchsetzbar. Denn das Internet ist einfach kein regionales Produkt. Ja? Das Internet ist einfach global, deswegen ist es ja auch das Internet und nicht das Intranet. Ja? Das heißt, man hat wirklich einen Zugriff auf weltweite Server, auf weltweite Webseiten, und das ist natürlich ein Problem, denn es gelten regionale Gesetze für jeweilige Webseiten. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, bei einer deutschen Firma eine Sache löschen zu lassen, zum Beispiel einer deutschen Pornofirma, ja, und da ist jetzt ein Deepfake mit meinem Gesicht drauf aufgetaucht, dann kann ich das dort löschen lassen, sofort, kein Problem, DSGVO regelt. Aber der andere Punkt ist halt, wenn dieses Unternehmen plötzlich in Panama steht oder sonst irgendwo, wo vielleicht keine deutschen oder europäischen Gesetze gelten, dann habe ich ein riesiges Problem. Und hier sehen wir, was eigentlich das Internet an sich anderen Verbrechen oder anderen Problemen für einen riesigen Vorschub quasi hat. Wir haben hier ein richtiges Problem, und zwar das Ding ist halt global. Und wir als Deutsche können internationale Unternehmen vielleicht eher nicht dazu zwingen, irgendwas zu löschen. Und das ist natürlich das eigentliche Problem. Das heißt, hier ist nicht PimEyes das Problem, sondern dass einfach jeder Bilder von uns hochladen kann und wir keine Kontrolle mehr darüber haben. Und das ist quasi so das Konzept vom Internet. Das heißt, da müsste man schon was Größeres ändern, damit das funktioniert. Aber wie gesagt, wenn man so einen Löschantrag stellt, auch wenn die Firma nicht in Deutschland oder EU ansässig ist, kann man das meistens löschen lassen und meistens relativ gut löschen lassen.
So, und jetzt zum letzten großen Punkt. Und zwar bei PIM-Eyes kann man hier tatsächlich Bilder von allen Personen hochladen. Und das ist natürlich ein riesiger Problempunkt. Denn ja, jeder könnte jetzt hergehen und ein Bild von mir auf PIM-Eyes hochladen und dann überprüfen, wo ich noch so zu finden bin. Und das ist natürlich ein riesiges No-Go. Das ist ein richtiges Stalker-Game sozusagen, was man da spielen kann. Ich kann einfach in der U-Bahn oder in der Straßenbahn oder im Zug oder sonst irgendwo, kann ich ein Foto von jemandem machen, kann das da hochladen, kann abgleichen, wie derjenige heißt, wo er ist. Vielleicht finde ich über den Namen oder irgendwelche Adressen dann sogar noch irgendwelche Leaks oder sowas. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Denn normalerweise hätte man solche Informationen natürlich nicht, weil, ja, wenn ich in der U-Bahn sitze, weiß ich ja nicht, nach was ich suchen soll. Weil ich kann ja einfach ein Foto machen, aber Google findet das dann natürlich nicht. Und das ist eigentlich auch ein guter Punkt, dass Google sowas nicht finden kann. Aber ja, mit PIM-Eyes ist das jetzt tatsächlich leider möglich. So, das Problem ist, jeder kann so eine Software im Endeffekt machen. Also es könnte natürlich auch einfach irgendein Unternehmen geben, die sowas trotzdem anbieten. Und wer weiß, ob irgendwelche Behörden sowas schon haben. Und das ist natürlich der andere Punkt, den man immer im Kopf behalten muss. So, und der Punkt ist jetzt, PIM-Eyes versucht das Ganze so ein kleines bisschen einzusperren, ja. Das heißt, man kann jetzt nicht unbedingt ohne Probleme von anderen Leuten das Ganze hochladen, also Bilder von anderen Leuten hochladen. Und zwar ist das erstmal so gemacht. Man muss einen Haken setzen bei, ich lade wirklich nur ein Bild von mir hoch. So ein Haken bringt halt herzlich wenig. Das zweite ist, man kann je nach Browser wirklich nur von der Webcam hochladen, aber das bringt A nichts, weil man den Browser einfach wechseln kann. Mit NoScript oder sowas habe ich es geschafft, einfach wirklich Bilder hochzuladen, also einfach Bilder als Datei hochzuladen und nicht über eine Webcam, weil ich keine Webcam habe. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch einfach mit der Webcam dann hergehen und sagen, hier schau mal, das ist mein Handy, aber eigentlich ist es ja ein Bild von einer Person und dann erkennt es trotzdem als Bild von einer Person. Das heißt, man kann es einfach umgehen. Und ja, das Dritte, was sie tun, ist, sie verstecken Links hinter einer Bezahlbarriere. Das heißt, ich muss erst, ich glaube, 17 Euro oder sowas oder Dollar muss ich bezahlen, grob, damit ich überhaupt die Links, die hinter einem Bild stecken, anklicken kann. Das heißt, da steht dann nur eine ganz kurze Information, welche Webseite das ist. Und ansonsten sehe ich nur das Bild. Das Bild sehe ich wunderbar, aber ich sehe eben nicht oder ich kann nicht draufklicken, wohin dieser Link führt. Das heißt, ich weiß nicht, wo es wirklich hochgeladen wurde. Und so möchten die Hersteller quasi sicher sein, dass nur derjenige, der wirklich Interesse am Schutz seiner eigenen oder an einer Person wirklich immensen Schutz hat, dort dann auch wirklich die Links aufdecken kann. Weil ein Stalker, je nachdem, was für ein krasser Stalker ist, okay, aber wenn es ein normaler Mensch ist in der U-Bahn, der einfach mehr Informationen über einen haben möchte, dann wird er wahrscheinlich weniger hingehen und sagen, hey, 17 Euro, kein Problem, nehme ich mit. Für einmal kurz abgleichen, welche Person da hinten dran steckt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Aber auch das lässt sich leider umgehen. Man kann einfach die Bilder verwenden und dann runterladen und in Google Bildersuche einfach Reverse Bildersuche machen und schon hat man das Ganze wieder zurück. Und dann kriegt man natürlich auch seine Links. Ja, ich habe mir ein paar Sachen überlegt, wie man das Ganze machen könnte. Das eine wäre natürlich, dass man irgendwie den Ausweis, also es gibt ja diese E-Ausweisfunktion, dass man quasi nur mit dieser E-Ausweisfunktion sein eigenes Passbild hochladen kann und dann wird das abgeglichen. Ist aber natürlich so eine Sache. Ich würde zum Beispiel meinen Ausweis ungern, also wirklich sehr ungern, beziehungsweise ich tue es gar nicht, ins Internet hochstellen. Und ja, so einer Webseite eher nicht. Deswegen ist es nicht so in meinem Interesse, dass die meinen Ausweis oder meine Ausweisinformationen haben, auch wenn es an sich eigentlich ein gutes Verfahren wäre. Das andere, was ich mir überlegt hatte, war, man könnte es mit einem Social-Media-Profil verlinken. Wenn man dort quasi als Profilbild sein eigenes Gesicht drauf hat, dann könnten die Betreiber davon ausgehen, dass derjenige nach diesem Bild sucht. Aber auch das kann man einfach wieder umgehen, indem man einfach ein neues Social-Media-Profil aufmacht. Und ja, dann hat man natürlich direkt wieder den Salat. Man lädt einfach ein Profilbild von einer anderen Person hoch und dann kann man wieder nach dieser Person suchen. All das ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden, aber es würde nicht dafür sorgen, dass man wirklich nur Bilder von sich selbst hochladen kann und deswegen ist es natürlich auch wieder ein Problem. So, und ja, falls ihr irgendwelche Ideen habt, wie man das Ganze umgehen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mich auch eure Meinung zu PIM-Eyes, Entschuldigung, wissen und lasst mich auch generell eure Meinung zu diesem ganzen Erkennung im Internet oder Anonymität im öffentlichen Raum wissen. Und ja, damit verabschiede ich mich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.